Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind in Folge 29, sagte ich das gerade schon, weiß ich nicht. Und wir sind auf dem Weg zu Professor Sharp, denn wir haben unsere Aufgaben erledigt. Und was ist das? Das sieht groß aus. Oha, das sieht mir sehr nach bösen Zauberern aus. Aber viele, hör mal. Naja, wir haben auf jeden Fall seine Aufgabe gelöst. Und das bedeutet, er bringt uns einen neuen Zauber bei. Den wir dringend brauchen. Weil wir alle Zauber brauchen. So. Ist das unter uns der verbotene Wald? Bin noch nicht so ganz mit der Geografie vertraut. Ja, was wir dann als nächstes tun, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich könnte mir vorstellen, dass wir danach uns mal mit dem Raum der Wünsche beschäftigen. Könnte ich mir vorstellen. Das hier können wir inzwischen auch in Angriff nehmen. Denn jetzt sind wir schon wieder etwas stärker geworden. Ich habe in der Pause den Protego-Zauber von der Q-Taste auf die Alt-Taste verlegt. Einfach in der Hoffnung, dass ich die dann vielleicht öfters benutze. Irgendwie während der Bewegung komme ich irgendwie nicht so darauf hin, auf die Q-Taste zu drücken rechtzeitig. Oh, jetzt habe ich da aus Versehen drauf gedrückt. Ach so, wir müssten natürlich auch nochmal nach Hogsmeade zurück und Bescheid geben, dass wir den Trank ausgeliefert haben. Das liegt auch noch an. Aber erstmal sollten wir uns mal wieder hier in Hogwarts beschäftigen, finde ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Duellierclub hier so sang- und klanglos verschwunden ist. Ich hätte mir doch noch irgendwie gewünscht, dass man diese Puppen so ein bisschen hier noch testen kann, ne? Dass man einfach neue Kombos ausprobieren kann. Was hat es mit diesen Symbolen hier auf sich? Diese Kiste habe ich noch nie aufgemacht. Sowas. Was hat es mit dieser Tür hier auf sich? Das, sehr, sehr merkwürdig. So, das hier ist also der Gryffindor-Turm. Du musst ja auch eigentlich irgendwo das Porträt von der etwas beleibten Dame zu sehen sein. Habe ich auch noch nicht Ausschau nachgehalten. Kommen wir eh nicht rein. Seien wir mal ehrlich. Was ist hier? Waren wir hier schon mal? Ui. Man entdeckt halt immer wieder was Neues, ne? Also, man muss wirklich sagen, es ist ungeheuer schön gemacht, dieses Spiel. Oh, da fällt mir ein, wir haben ja natürlich auch bei unserem Ausflug in diese Wilderei, Wilderer-Camps,
haben wir auch jede Menge Zeugs eingesammelt. Wir müssten gleich nochmal eine Modenschau machen, ob wir nicht vielleicht schon richtig coole Sachen wieder gefunden haben. Und wir haben auch immer noch unidentifizierte Gegenstände in unserem Inventar. Auch die würde ich gerne entschlüsseln, aber dazu brauchen wir den Raum der Wünsche. Den bekommen wir ja durch eine Quest bei der Professorin Weasley. Haben wir hier noch nicht die Rolle eingesammelt. Zack, die nehmen wir auch mit. Springbrunnen der Haupthalle. So. Auf zu Professor Sharp. Hoppla, Entschuldigung. Was genau machten Sie hier? Die steht sicher schon bereit, haben weil Sie wir gleich Aufgaben einen Zauber erledigt? Erlernen, den wir an dieser Puppe wahrscheinlich ausprobieren dürfen. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ob ich es gründlich nennen würde, weiß ich nicht, aber ich habe es erledigt. Ich würde Ihnen raten, mehr als nur die Mindestanforderungen zu erfüllen, wenn Sie schnell lernen wollen. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Zauberstab ist bereit. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Mhm. Leer FF-Maus. Dann los. Zack. Sieht auch tatsächlich ein bisschen unangenehm aus. Hm. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie nochmal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Okay, wir haben... Defindo gelernt. Ein Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Aha, aha. Ich würde gerne mal einen direkten Vergleich sehen. Defindo! Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Hm. Es ist natürlich sehr schade, dass wir keine Schadenszahlen sehen. Denn mich würde tatsächlich interessieren, wie viel Schaden macht dieser Schadenszauber denn? Defindo vielseitig, aber auch gefährlich sein. Schön, dass Sie weiterüben. Hm, gut, gut. Wir haben diesen Zauber jetzt. Ich weiß nicht, wie sehr ich ihn benutzen werde. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, nochmal ein weiteres Zauberset freizuschalten mit unserem Talentpunkten und dann ein weiteres Set einzulegen, wo dieser Zauber dann vielleicht drin vorkommt. Aber momentan bin ich eigentlich super zufrieden mit unserer Combo. Ich muss halt nur noch daran arbeiten, Protego, den Schutzzauber öfters zu verwenden und das weiter ausweichen, was hier drin nicht funktioniert scheinbar. Und dann wird das schon. So, auf zur nächsten Aufgabe. Nämlich dem Raum der Wünsche. Wir treffen Professor Weasley. Na, Tür auf, so. Nee, das lange Ausweichen will hier drinnen nicht funktionieren. Ist vielleicht innerhalb der Schulmauern nicht gestattet. Habe ich gerade Pieps schon wieder gehört? Der hat doch schon wieder Mist im Kopf. Oh, da müssen wir lang.
Revelio. Ich dachte irgendwie, dass der vielleicht auch noch eine Schriftrolle bereithält. Oh, wir sind irgendwie falsch abgebogen. Unbemerkt. Da, wir müssen noch weiter hoch. Okay. Ja, dann beginnen wir mal diesen Auftrag. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Aha. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Na, was eine Rumpelbude. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Oh. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Gut, gut. Ui, das ist, das wird dynamisch. Maus, leer, F. Oh, das ist auf jeden Fall... Versuchen wir es. Okay. Das hat geklappt. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Ha, davon haben wir schon eine ganze Menge. Wo und in da Merlins oben Namen steckt dieser Elf? Da oben ist schweben das? Kerzen. Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Das machen wir, da sind ja, wir schon mittendrin. Ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst T.
Können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Natürlich. Ja, hier sind schwebende Kerzen. Die würde ich gerne mitnehmen. Eine Tasse Tee, die hier schon seit mehreren hundert Jahren steht. Na klar, warum auch nicht? Huch, mein Gott. Beruhigen Sie sich. Okay, warum konnte ich das da rausziehen? Was bringt mir das? Nix. Hm. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Okay, ich hatte gedacht, wir könnten das hinter uns herziehen und... Nein, nicht! Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech! Das ist irgendwie traurig. Wir haben schon ganz schön mächtig viel Mondstein eingesammelt. Wir haben ja auch durchaus schon... Okay, hier ist eine Toilette. Warum auch nicht? Auch auf unseren Streifzügen haben wir schon sehr viel von diesem Gestein eingesammelt. Ja. Mal sehen, was wir damit machen. Das mit der Toilette ist auch ein sehr nettes Gimmick, denn so ist ganz ursprünglich der Raum der Wünsche ja entstanden oder erstmalig aufgetaucht, weil ein Schüler das dringende Bedürfnis nach einem Klo hatte und der Raum der Wünsche ihm diesen erfüllt hat. Und hier haben wir einen weiteren Brief. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Naja. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Nanu. Revelio. Oh, da hätten wir eine... Ach, das war die Kiste, die wir verschoben haben. Ja. Was war was? War das ein goldener Schnatz? Tatsächlich. Sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Ein Heiltrank, sehr schön. Etwas Musik gefällig. Fantastisch. Defunto! Könnte man vielleicht
Mein Plan war tatsächlich, diese Bretterbarrikade einstürzen zu lassen. Ach, hier. Hä? Rätsel, Rätsel. Rebellion. Ich habe eine Idee. So. Ach hier. Zack. Geziemende Schuluniform. Ja, noch mehr Zeugs. Wir haben immer noch die Modenschau offen. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ich hoffe, wir finden hier irgendetwas oder im Zweifelsfall wieder heraus. Das ist doch ein sehr langes Labyrinth. Schwebende Kerzen. Ich bin ganz Ohr. Denn die brauchen wir auch noch für dieses Rätsel. Da ist er doch. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial. Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Ja, hervorragend. Das brauchen wir dringend. Ich finde, wir haben auch ein bisschen Stil bewiesen hier bei der Einrichtung unseres persönlichen Studienzimmers.
Das werden wir auch direkt machen, denn wir haben ja schon was. Oho. Veredelte Duellierhandschuhe und ein düsteres Gewand. Ich bin begeistert. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Das denke ich doch, das denke ich doch. Guck mal, da ist ein bisschen Blumenerde und Töpfe. Können wir hier Sachen anpflanzen? Das wäre ja schon mal sehr hilfreich. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. So, Leertaste F, Maus leer. Dann los. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Ja, das kennen wir. Ja, vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, dass man noch ein weiteres Zauberset sich aneignet. So. Kleine wissenschaftliche Tränkestation. Botanische Tränkestation. Wo ist der Unterschied? Ist das vielleicht einfach nur Stil? Wir nehmen einfach die erste. Wir könnten natürlich uns die erstmal angucken. Passt natürlich also so zu uns als Hufflepuff-Style. Sieht die natürlich großartig aus. Aber wir können die Farbe ändern. Aber so in diesen Raum passt es irgendwie nicht so richtig gut. Naja, der vielleicht. Können wir den an die Wand anpassen? Mal Objekt rotieren. Ja. Macht das Sinn? Da in die Ecke? Finden wir das da gut? Naja, warum eigentlich nicht so? Ach, so wäre es sogar noch einfacher gewesen. Okay. Das ist die elektrische Variante. Und das ist die gotische. Naja, gut.
Dann nehmen wir noch einen Kräuterkundetisch. Der sieht ja ganz entzückend aus. Ich weiß jetzt nicht, wo vorne und wo hinten ist, um ehrlich zu sein. Ich würde ja fast sagen, das ist optischerweise vorne, aber... Ah ja, klar, unten auf dem kleinen Piktogramm sehen wir auch, dass die Bepflanzung hier vorne hin muss. Passt alles nicht so richtig in unseren Raum. Schwarz sieht irgendwie noch am passendsten aus. Warum gibt es kein Braun? Naja. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Die ja. Wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Das werden wir nicht. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Aha. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Na gut. Gibt es noch etwas über Deke zu wissen? Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen, glauben Sie mir. Okay. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ja, sehr cool. Jetzt können wir hier unseren eigenen Quatsch machen. Vor allem finde ich gut, dass wir hier anbauen können. Das ist halt nur ein kleiner Topf, das ist ein bisschen wenig, ne? Ja, da muss man vielleicht tatsächlich mal investieren und einen größeren Tisch kaufen. Das ist eine gute Idee. Und dann werden wir uns hier noch ein bisschen wohnlich einrichten. Wenn Sie kurz Zeit haben, kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Ja, das werden wir denn wohl mal tun. Aber nicht mehr... Ups. Nicht mehr heute, sondern in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao.